Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache mich gerade fertig, wir gehen zu Mama. Wir feiern heute Hakans Geburtstag und wir wollten mit Audrey noch ein bisschen Zeit verbringen. Ich habe ein Paket bekommen von Linsenfinder. Und zwar habe ich sehr viele verschiedene Kontaktlinsen bekommen. 10 Paare. Die alle. Ich lese euch gleich die Farben vor. Dann ist hier noch so ein, wie nennt man das nochmal? Kombilösung für weiche Kontaktlinsen. Ah, das kann man sogar mit in den Flugzeug nehmen. Das sind so 15 mal 100 Milliliter, 10 Milliliter, 100 Milliliter, ist ja klar. Ich mach das mal auf. Oh, das ist sehr cool. Hier ist noch so ein Verschluss, so eine Hülle schon für die Linsen, dann einmal für die Linsen das Wasser. Sehr gut. Cool. Ihr wisst ja, ich trage sehr, sehr oft Kontaktlinsen, wenn ich welche da habe. Das habt ihr in meinen Vlogs gesehen. Dann haben wir noch sowas hier. Da. Dann ist hier eine Pinzette. Das ist zum Mitnehmen. Und hier könnt ihr dann Wasser reinfüllen. Einmal für rechts, einmal für links. Und hier ist dann nochmal so eine Hülle. Hier steht dann nochmal rechts und links drauf. Und hier ist dann noch so ein Spiegel. Ich finde das voll praktisch. Das wird jetzt auf jeden Fall immer in meiner Handtasche dabei sein. So, jetzt muss ich das nochmal zumachen und reintun. Wie war das denn drin? Achso, so. Also so sieht das aus. So, jetzt kommen wir zu den Farben. Ich habe sehr, sehr viele zugeschickt bekommen. 10 Stück und die halten 3 Monate. Einmal Crystal Blue. Und hier ist dann die Farbe. Und die sehen natürlich aus, weil die keinen Rand haben. Dann haben wir hier Solid Blue. Ich werde aber gleich eins tragen. Ich weiß noch nicht welches. Die sind alle so schön. Atlantis Green. Das scheint schon mal sehr, sehr vielversprechend zu wirken. Dann einmal Solid Green. Und weil die keinen Rand haben, sehen die halt so natürlich aus. Was ist denn das? Das ist fast kaum zu sehen. Ach so, grau. Platinum Grey. Das sieht man kaum. Dann haben wir hier Platinum Green, Atlantis Grey, Atlantis Blue, Natural Hazel. Vielleicht trage ich auch das. Das ist Haselnuss. Ja, ich glaube, ich trage das. Und einmal Solid Grey. Also 10 verschiedene. Und wenn jedes davon 3 Monate hält, das sind 30 Monate. Das ist sehr gut. Also damit komme ich über ein Jahr auf jeden Fall klar. Und ja, ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie die Kontaktlinsen angezogen aussehen. Und was ich sehr gut finde, das ist ja die Verpackung. Ich mache das jetzt mal auf für euch. Hier sind jeweils 2 Kontaktlinsen drin. Ich zeige euch mal, wie die aussehen. So. Und dazu ist dann noch der Verschluss mit dabei. Und hier steht dann auch Linsenfinder drauf. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So, genau. Naja, ich trage die jetzt und dann schauen wir mal weiter, wie die aussehen. Achso, und hier ist nochmal eine Gebrauchsanweisung, wie man die Linse dran zu machen hat, wenn man sehr wahrscheinlich vorher noch keine benutzt hat. So, dann fangen wir mal direkt an. So, ihr Lieben, das ist jetzt Haselnuss. Was war das? Natural Hazel. Ihr könnt ja schauen, da ist jetzt die Kontaktlinse drinnen und hier ist keine drin. Und ich finde, ich muss die andere auch mal dran machen. Ich habe jetzt beide drinnen. Ich zeige euch die mal vor dem Licht. Die sehen so aus. Das ist jetzt viel zu hell. Ich gehe mal ein bisschen. Und wie findet ihr die? Findet ihr die stehen mir oder? Also ich finde, die sehen echt natürlich aus. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich mache meine Haare auf, dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Und schreibt mal eure ehrliche Meinung rein. Ich werde jetzt auch noch eine andere Farbe ausprobieren. Mal schauen, und die darf sich dann auch dann aussuchen. So ihr Lieben, wir sind jetzt vor der Haustüre. Wir warten auf Audet und Mama. Ja? Hat Lina schon ihre neue Kopf? Das ist ein Baby, ne? Genau. Na. Genau. Und was ist das? Eine Barbie. Na. Ja.
Küche. Meine Mama. Mama. Ja? Ja, und wir fahren jetzt zu Mama. 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 Das Video habe ich jetzt fertig geschnitten. Das lädt hier. Da. Mal schauen, wie lange ich jetzt brauche noch. Angelassen, damit ihr sie im Dunkeln seht, im Hellen, bei Licht, bei Licht. Komm rein, geh. Nein. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch sagen, dass ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit mit denen bin. Also diesen Top, ich habe die jetzt abgemacht, weil meine Augen sind ein bisschen zugegangen und dann mache ich die lieber ab. Man soll ja nicht mit Kontaktlinsen schlafen, keinesfalls. Die Kontaktlinsen kann ich nur empfehlen, die sind auch sehr, sehr günstig. Also für die kann man ja 3 Monate benutzen, die ich jetzt habe. Und die sind sehr günstig und man merkt kaum, dass das wirklich Kontaktlinsen sind. Wir waren ja heute bei Audit im Laden und die Mitarbeiter haben das gar nicht gemerkt, obwohl die mich jeden Sonntag sehen, manchmal auch 2-mal in der Woche. Und wir haben nichts gemerkt. Also
Nur einer hat es gemerkt, der meinte, Emma, du hast nicht braune Augen. Aber die anderen haben es nicht gemerkt, die haben richtig geguckt und meinten, krass, das merkt man gar nicht. Und meine Mutter fand die auch voll schön, die hat es auch nicht gemerkt. Hallo, meine Mutter. Also sie meinte auch, das sieht sehr, sehr natürlich und schön aus, deswegen kann ich es nur empfehlen. Und ich bedanke mich nochmal für die Zusammenarbeit mit Linsenfinder. Ich bin sehr, sehr zufrieden, ehrlich. Ich habe alles unten in der Infobox verlinkt und wenn ihr das bestellt, macht ihr nichts falsch. Also anstatt beim Augenoptiker oder so in der Stadt sowas zu kaufen, würde ich euch empfehlen, dass ihr das dort kauft. Das sind 3-Monats-Linsen für sehr, sehr günstig. Ich würde euch einfach raten, mal vorbeizuschauen. Ihr habt ja nichts zu verlieren und wenn euch dann irgendeine Farbe gefällt, es gibt so mega viel Auswahl, könnt ihr ja immer noch schauen. Ich verlinke euch auch die Instagram-Seite von denen in der Infobox und die Homepage. Ja, ich warte jetzt auf Audel und mal schauen. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt brauchen wird. Er ist mit Freunden am Spazieren, meinte er, bei dem Wetter. Naja, wir warten jetzt und dann gucken wir mal, was wir noch machen. Wir haben gerade mit Lina ein bisschen geknetet, wir waren ein bisschen live. Lina hat gerade gegessen. Meine Mutter hatte gefüllte Paprika für uns mit eingepackt. Ja. Übrigens habe ich diese Sticker bei Teddy gekauft, bei Chibo. Die waren noch untergesetzt auf 2,99. Ich schaue mal, wenn ich das schaffe, werde ich die jetzt aufkleben. Mal schauen, wie das aussieht. Genau, das mache ich jetzt. So, ich habe das jetzt aufgeklebt und ich finde, das sieht ganz süß aus. Also hier sind... Hier ist eine Krabbe, ein Seestern und so. Und hier sind dann die Delfine. Und ja, ich finde, das sieht ganz schön aus. Die sind übrigens für 2,99 reduziert. Und ich habe noch 2 so Rollen. Also ich habe jetzt 2 Rollen gebraucht. Hier komplett hier. Dann könnt ihr euch das so einschätzen. Also für 2,99 finde ich das top. Also es sieht sehr schön aus. Ja, du bist müde. Guck mal, wie deine Augen aussehen. Ja, wir gehen jetzt schlafen. So, ihr Lieben, wir kriegen jetzt gleich Besuch. Wir haben den Tisch hier schon gedeckt. Also ich muss jetzt jeden Moment klingeln. Lina muss jetzt auch schlafen, ja, wir haben schon 11 Uhr nachts. Schatz, dein Handy klingelt. Was für Schiebern war das? Ja, wie gesagt, wir haben den Tisch gedeckt und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Vielleicht zeige ich euch noch ein bisschen ein kleines Ausschnitt oder so. Ja. Ihr kennt die 2 Jahre.